Das geht grundsätzlich auch für Bestandsimmobilien. Noch dazu, es ist ja 94% des Marktes sind Bestandsimmobilien heutzutage. Und wir haben das auch schon an Bestandsimmobilien exerziert. Dort muss man schauen, welche Flächen man hat, wie man die nutzen kann für solare Einstrahlung. Entscheidet es erstmal, ich brauche Flächen, die eben nach Südosten, Südwesten oder nach Süden zeigen. Das ist grundsätzlich da. Die können senkrecht sein, die können auch eine Dachneigung haben von 30, 40, 45 Grad. Das ist alles möglich.